Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des 08er Magazins, Ausgabe 3. Wir werfen wenige Tage vor Eröffnung der neuen Raiffeisen Arena einen Blick auf die ideale Stadionvorbereitung beim LASK Elfer. Dann gibt es einen Rückblick auf die Vorbereitung und wir waren beim Mannschaftsfotoshooting hinter den Kulissen mit dabei. Was man unbedingt beachten sollte vor dem ersten Stadionbesuch, haben wir in 11 Punkten mit dem LASK Elfer zusammengefasst. Die Anreise. Öffentlich ins Stadion. Die Linz AG sind offizieller Mobilitätspartner des LASK und unterstützen an Spieltagen mit einem Sonderbusaufkommen zur Anreise in die Raiffeisen Arena. Jenen Fans, die mit dem Auto am Spieltag anreisen, stehen in etwa 1300 Parkflächen in der Innenstadt zum Einheitspreis von 3,20 Euro zur Verfügung. Wichtig, im Umfeld der Raiffeisen Arena stehen keine Parkflächen zur Verfügung. Wir raten daher zur Anreise mit dem öffentlichen Verkehr. Bargeldloses Bezahlen in der Raiffeisen Arena. Der LASK setzt in der neuen Raiffeisen Arena ausschließlich auf bargeldloses Bezahlen. Alle gängigen Bankomat- und Kreditkarten sind hier als Bezahlungsmittel möglich. Ihr könnt natürlich auch mit eurem Smartphone bezahlen. Einlass und Eingänge der neuen Raiffeisen Arena. Das Vorprogramm am 24. Februar beginnt bereits ab 17.30 Uhr, also 3 Stunden vor dem offiziellen Kickoff. Um einen reibungslosen Zugang in die Raiffeisen Arena zu ermöglichen, stehen insgesamt 8 Eingänge, E1 bis E8, zur Verfügung. Die Fanzone. Die Fanzone ist der Bereich, wo zwischen dem alten Stehplatzeingang und der ASK Heimtribüne der klassische Spieltag begonnen werden kann. Die Fanzone kann mit vielseitigem Rahmenprogramm bespielt werden. Es kann durchaus vorkommen, dass der ein oder andere Spieler für Fotos und Autogramme vorbeischaut. Für beste Verpflegung sorgt der großzügig angelegte Kiosk 1 unterhalb der ASK Stehplatztribüne, der auch Richtung Fanzone geöffnet ist. Die Stadiongastronomie in der Raiffeisen Arena. In Summe gibt es in der Raiffeisen Arena 7 Kioskflächen, wie zum Beispiel hinter mir. Eine gibt es auch im Bereich unserer Gästefans. Im BWT Business Club erwartet alle Besucher hochwertiges Schwarzhirsch-Catering auf insgesamt 3 Ebenen. Stylisches Ambiente gepaart mit hochwertiger Küche gibt es hier für den Business Club Gast. Der LASK Fanshop in der Raiffeisen Arena. Bis Sommer 2023 stehen euch 2 mobile Fan-Anhänger zur Verfügung. Da gibt es von Schals bis hin zu Trikots alles käuflich zu erwerben. Einer befindet sich direkt beim Eingang Familiensektor und einer in der Fanzone. Barrierefreiheit in der Raiffeisen Arena. Die Eingänge E1 bis E5 sind für in Summe 34 Rollstuhlfahrer samt Begleitperson zugänglich. Die Raiffeisen Arena wird Plastic Bottle Free Zone. Dank der BWT als Partner des LASK gibt es hier im Stadion ausschließlich Mehrwegbecher und Mehrwegflaschen. Ladies First, der LASK bestreitet am 19. Februar um 19.08 Uhr unter dem Motto Ladies First das erste Spiel hier in der Raiffeisen Arena. Tickets für das Spiel der Frauen gibt es exklusiv für alle LASK-Abo-Besitzer und alle Doppelpack-Besitzer. Unter shop.lask.at könnt ihr die Tickets hier bestellen. Die Familientribüne um 7 Euro einzigartiges Stadionerlebnis genießen. Ein österreichweit einzigartiges Stadionerlebnis bietet der LASK für die Familien an. Um 449 Euro pro Saison geht Vater, Mutter und alle eingetragenen Kinder zukünftig bei uns zum Spiel. Das ergibt einen Durchschnittspreis von in etwa 7 Euro pro Heimspiel. Die Abo-Modelle und der LASK Doppelpack im Überblick. Schon vor dem Auftakt zum ersten Heimspiel hier in der Raiffeisen Arena empfehlen wir allen LASK-Fans, sich ihr persönliches Abo zu kaufen. Ab 190,80 Euro ist man hier mit dabei. Und ansonsten bietet der LASK auch die Doppelpack-Variante an, wo man sich beim Kauf für ein Stehplatz-Abo im Doppelpack 49 Euro spart. Infos dazu gibt es wie gewohnt unter lask.at/abos. Ansonsten gibt es die Tickets wie gewohnt unter shop.lask.at oder im Hypo LASK Corner auf der Linzer Landstraße und in der Geschäftsstelle in Pasching. Nach einer kurzen Werbepause sehen wir uns an, wie unsere Mannschaft sich in der Vorbereitung im Trainingslager in der Türkei geschlagen hat und fassen die Highlights noch einmal zusammen. Hallo liebe Laskler. Dragi fanoi Lasker. Liebe Lask-Familie. Rapidi fili dis Lask. Ab Februar sind wir endlich wieder zu Hause. Zu Hause in der Raiffeisen Arena am Linzer Froschberg. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, einen Stammplatz in unserem neuen Stadion zu bekommen. Infos gibt's unter www.lask.at/abos. Gemeinsam sind wir Lask. Und das hat ja Lask. Gemeinsam sind wir Lask. Gemeinsam sind wir Lask. Stadion!
Gemeinsam sind wir LASK. Energie AG. Ein Stück Oberösterreich seit 130 Jahren. Für das Land und die Menschen einfach da. Sport braucht starke Partner. Ja, also das Erste ist mal, dass wir hoffentlich alle verletzungsfrei bleiben. Ich denke, wir haben, wenn wir verletzungsfrei sind, haben wir eine gute Mannschaft und es wird notwendig sein, dass wir natürlich das, wie wir es jetzt in der Vorbereitung durchziehen haben, dass wir da draufbleiben und dann werden wir eine gute Rückrunde spielen. Ich glaube, wenn man in dieses Stadion einziehen kann, wenn man diese Stadion, wenn man da spielen darf, wenn man die Spieler in erster Linie, das muss einfach eine Freude sein und mit der Unterstützung der Fans, glaube ich, kann das nur eine Win-Win-Situation für uns sein. Zwei intensive Einheiten am Freitag gehabt, dann Samstag das Testspiel gegen Hiroshima, was glaube ich sehr gelungen war. Und wir die Abläufe ja, schon weiter vertiefen konnten, zweimal 60 Minuten. Dann ja, war der Nachmittag gestern frei, haben wir genutzt. Einige waren am Pool, andere eine kleine Runde Golf gespielt. Thank you.
Wenige Tage vor der Eröffnung der Raiffeisen Arena ging es für die Jungs schon in die neue Heimat zum Mannschaftsfoto. Wie es hinter den Kulissen ausgesehen hat, gibt's nun. Übrigens gibt's noch LASK Doppelpack-Abos ab 49 Euro, wo man etwa bei Abschluss für 1,5 Saisonen den gesamten Preis gutgeschrieben bekommt. Tickets gibt's unter shop.lask.at im Hypo-LASK-Corner und in der Geschäftsstelle. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis bald in der neuen Raiffeisen Arena.